Außerdem, du hättest nur sagen können, hier kommt das Flugzeug. Dann wäre es richtig bescheuert gewesen. Okay. Cat, benimm dich. Oh, benimm dich, Baby. War doch nur ein Scherz, Shirl. Beiß mich bloß nicht in den Hintern. Ich beiße niemanden in den Hintern. Ich beiße überhaupt nichts. Außer mir meistens auf die Zunge. Aua! Also Geldschein auf der Straße vor der Lounge Reserve Bank. Ah! Ach, deswegen. Reserve. Aber Moment, was war denn das andere? Ab Bells Fargo, das war ja eine andere Bank. Mhm. Auf der Brücke und am Ufer. Weißt du, warum die Bells Fargo heißen? Weil dann ihre Kurzform BF heißt für Best Friend. Ding, 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 ding. Du hast einen Hinweis gefunden. Verstreute Banknoten. Fall abgeschlossen. Ja. Ja. Aha, um die Bank und entlang des Flusses sind Banknoten verteilt. Ein verdächtig aussehender Mann, der in Richtung Hafen unterwegs ist, sammelt sie offenbar ein. Ja, eventuell sind ja noch nicht alle drum verteilt, also vielleicht haben sie Glück. Fall lösen. Ich hab's. Warum hast du ein Loch in deinem Tisch? Und warum bohrst du da mit einer Schere drin rum? Das macht man nur bei Tischen, die... in der Schule sind. Richtig. Das wollte ich nämlich sagen. Aber doch nicht mit eigenen Schreibtischen oder sowas. Da wäre mir zu schade für. Ich hab's. Kein Zweifel. Dieses Rätsel ist Geschichte. Warum die Ingame-Sounds lauter? Sind die zu leise? Also ich finde jetzt nicht ich so. Ich fand's okay, aber ja, wenn es also braucht, dann... Qualso. Also. Folter. Ja. Okay, Rätsel ist Geschichte. Du hast den Fall gelöst, Miss. Hervorragend. Dann sollten wir zurück zur Bank, was? Alle wichtigen Personen zusammentrommeln. Trommelwirbel. Ja, aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Annis, könntest du die Leute kontaktieren und sie über die Lage aufklären? Ich muss kurz aufs Klo. Natürlich, ich mach das schon. Sicher, dass du auf des Pudels Kern gekommen bist, Cat? Ich will dich ja nicht unter Druck setzen oder so, aber du weißt schon, 100 Millionen Pfund! Immer mit der Ruhe, Shirl. Mein Spürsinn ist todsicher. Na, solange er sicherer ist als der Tresorraum der Bank. So sicher wie der grüne Daumen. Hab ich das richtig verstanden, Cat? Sie haben den Fall tatsächlich gelöst? Und wo sind nun die 100 Millionen? Und sagen Sie es erst mir und dann der Bank. Und am besten gar nicht der Bank. Nur Geduld, Inspektor. Wir warten wir noch, bis Miss Goodsafe hier ist, ja? Sie können es ihr später sagen. Mr. Banker ist hier. Sie können es doch sicher auch nicht erwarten, endlich die Wahrheit zu hören, oder? Wir sollten besser auf Bianca warten. Ganz wie die junge Dame meinte. Im Ernst? Gut, in Ordnung, wenn Sie möchten. Sie ist sicher ohnehin weiter. Dann ist das Jungen schon holen gegangen. Ah, da ist sie auch schon. Sie sind also der Meinung, das verschwundene Geld gefunden zu haben? Gut, dann sind wir alle versammelt. Gehen wir in den Tresorraum und reden wir darüber, was passiert ist. Okay. Dann mal los. Ich weiß sowieso, was los ist. Ich auch. Ja. Als wir hörten, dass 100 Millionen Pfund verschwunden sind, gingen wir natürlich davon aus, jemand hätte sie gestohlen oder irgendwo versteckt. Aber sie sind wortwörtlich verschwunden. Ich verstehe. Alles eine Frage der Perspektive. Hm? Sie sind verschwunden, weil sie eigentlich nie da waren. Quatsch. Oh, sie waren da. Aber die Frage ist, wo sind sie jetzt? Und die Antwort lautet, vom Winde verweht. Sie sind ins Kino gegangen. Du musst echt aufhören, diesen Film zu schauen. All diese frischen Noten, davongetragen vom Wind. Über die Wolken, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Wie haben die Synchronsprecherin dazu gekriegt, den Scheiß zu machen? Ehrlich, das ist doch... Geld. Ach ja, genau, es geht ja um Geld. Ja. Ja. Oh Gott, nein. Erst die Anspielung auf den Film Vom Winde verweht, dann auch noch über den Wolken. Das ist so grässlich. Na los. Hatte ich erwähnt, dass es da ein Plätzchen gibt, wo man eine frische weiße Weste kriegt? Oh Gott. Aber die haben anscheinend sehr viele Referenzen da drin. Aber ich find's cool, dass sie auch eine deutsche mit drin haben. Ja. Das ist... Mhm. Nee, und trotzdem. Nee. Ja. Ist mir zu viel. Genauso wie mit Give Peace a Chance. Wo die Wände schön gepolstert sind. Das Geld ist weg. Es gehört jetzt dem Himmel. Das ist doch so. Und zum Teufel. Was ist das für eine Stimme? Das ist nicht dein Ernst. Ja, Miss Leighton. Das stimmt alles. Gut gemacht. Oh Gott. Ich bin raus. Oder ist heute etwa der 1. April? Cat, bitte. Erklär es, bevor mir der Schädel platzt. Ein Tresorraum für solche Geldsummen erfordert äußerst dicke, undurchdringliche Wände. Daher ist der Innenraum auch eine hermetisch abgeschlossene Umgebung. Ein vollkommen luftdicht versiegelter Raum. Niemand könnte etwas daraus stehlen. Ja, genau. Und das schließt natürlich auch den Wind ein. Aber selbst abgeschlossene Räume brauchen eine Lüftung. Sonst verdirbt ihr Inhalt. Ich wusste es. Das ist der Schlüssel zu diesem Fall. Leider hatte die neue Klimaanlage in jener Nacht eine Fehlfunktion, sodass fast ein Vakuum entstand. Früh am Morgen kam der ahnungslose Filialleiter, um nach dem Tresor zu sehen. Er öffnete die Tür und brach so das Vakuum auf. Die strömende Luft drückte alle Scheine in die Lüftungsschächte und verstreute sie so am Londoner Nachthimmel. Das sind also... Oh Gott. Interessant visualisiert. Ja. Und natürlich hätte die Versicherung der Bank bei einem Diebstahl alles erstattet. Aber bei einem Unfall muss die Bank selbst haften. Oh oh. Wer trägt denn hier nun die Schuld? Wenn ich den Täter in diesem Fall identifizieren müsste, dann wäre es jemand aus der Bank, der einen Bankraub vortäuschen und die Wahrheit vertuschen will. Die Generaldirektorin der Large Reserve Bank. Sie, Miss Goodsafe. Was? Doch, natürlich war sie. Ja. Hat so getan. Ich habe der Bank über die Jahre alles geopfert. Doch das ist vorbei. Meinen Posten kann ich wohl nicht behalten. Können Sie nicht? Nö. Wie bitte? Ich will nicht, dass Sie kündigen. Ich will Sie feuern! Ich würde das echt so... Nein. Mr. Banker. Aber ich... Aber ich... Miss Leighton hat mir vorhin schon alles erklärt. Also habe ich die Schlaumeier alarmiert. Sie haben die Windrichtung analysiert und so konnten wir Aufräumer losschicken, die das Geld eingesammelt haben. Wir haben etwa 80%. Irgendwo erkenne ich die Stimme. Wer ist das? Schadensbegrenzung, könnte man sagen. Ich kenne das. Ich kenne die Stimme. Wirklich? Oh Gott sei Dank. Das soll nicht heißen, dass die 20% nicht wehtun. 20 Millionen Pfund sind schon ein Verlust. Oh, ich muss gerade an Dings denken. An wie hieß denn der Kerl? Der Typ, der auch den Dude gespielt hat in... Gott. The Big Lebowski. Jeff Bridges. Also der Jeff Bridges wird von der gleichen Stimme öfter mal, glaube ich, synchronisiert. Okay. Ah, wir hatten noch mal Seelen geguckt, ne? Ja. Der Alte. Ja. Das ist die Stimme. Müssen wir gleich noch mal gucken. Natürlich. Aber in gewisser Weise sind 20 Millionen ein kleiner Preis. Ja. Ich wusste, ich kenne das irgendwoher. Wie bitte? Oh, der kommt auch in... Dieser neue Tresor, der Hermit 5000, wird von einer meiner Partnerfirmen angeboten. Mhm.
Und da der ja irgendwie defekt war, kann deren Versicherung vielleicht noch was machen. Wenn wir diesen Fehler jetzt nicht gefunden hätten, oder sowas. Zahllose Banken verkauft worden und der Schaden noch sehr viel höher ausgefallen. Ja. Also habe ich dafür gesorgt, dass der Tresorhersteller für den Schaden aufkommt. Die Bank kann ganz normal weiterlaufen. Also Moment, also doch hat er seine eigene Firma dafür aufkommen lassen. Ah. Oh, Mr. Banker. Vielen lieben Dank. Warum das jetzt? Warum das Husten am Ende? Was war das denn? Ja, das ist ja ich sterbe gleich. Ich hoffe, Sie machen in der Bank weiter so astreine Arbeit wie bisher. Auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, das war wirklich inspirierende Detektivarbeit. Mach nicht so viel Wind um die Nummer. Du bist ja schlimmer als der Ventilator. Der Ventilator. Jetzt im Kino. Mit Arnold Schwarzenegger. Aber ich muss schon zugeben, gute Arbeit, Cat. Bestimmt hätte niemand sonst dieses obskure Rätsel lösen können. Du bist eine Wucht, Miss. Danke, Ernest. Ich meine, du bist ziemlich fett geworden. Oh! Nein! Also wirklich? Naja, so viel wie sie immer isst. Ich esse auch so viel an Schokolade. Stimmt, wenn es danach geht, dann kann man verstehen, warum sie nicht so zunimmt. Nur kurze Demonstration. Die Hand. Mein Handgelenk. Ja. Meine Hand. Keine Sorge, der Rest sieht auch so aus. Oder eigentlich müsste man sich doch dann Sorgen machen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Vorhin kamen Blumen für dich. Ich stelle sie nachher noch in eine Vase. Die sind ja wunderschön. Von wem sind die denn? Von einem heimlichen Verehrer? Von einem gewissen Mr. Banker. Ja. Von Mr. Banker, Miss. Oh, ist ja ein toller Verehrer. Und er hat Geld. Er meinte, er wolle sich erneut bei dir dafür bedanken, dass du den Fall gelöst hast. So furchterregend er auch aussieht, tief drin hat er eine sehr tolle Stimme und ist ein sehr netter Kerl. Dankeschön. Ja, kaum zu glauben, dass er seine Generaldirektorin nicht rausgeworfen hat. Ich hätte es getan. Vielleicht deswegen, weil er wegen seines Äußeren oft missverstanden wird. Ich werde ihm sagen, dass es mich freuen würde, wenn wir uns einfach mal so treffen und über etwas anderes als das Geschäft plaudern könnten. Über Geld? Du bist deutlich tapferer als ich, Cat. Offenbar ist Mr. Sickleston, der Filialleiter, wieder bei Bewusstsein und seinen Beinen geht es auch wieder besser. Ein Wunder, dass er nicht bei diesem ganzen Rumgeschleuder im Ventilator gelandet und ja, das wäre krass. Oder gestolpert ist in der und dann gegen Viscozzi. Ja. Oh, ich bin gestolpert. Aber durch Stolpern landet man nicht da drin. Egal. Der Glückspilz hat das alles verpasst. Ja, Glückspilz. Hat man in der Cutscene gesehen. Aber unglaublich, dass nach wie vor 20 Millionen Pfund fehlen, oder? Catriel hat die irgendwo. Wo die wohl abgeblieben sind? Leider nicht in meinen Taschen, nicht ein einziger Geldschein. Ich weiß, fast wäre ein Traum was. Geld, das vom Himmel regnet. Ja, das wäre unglaublich. Moment! Das Geld, das du vorhin in deine Schreibtischschublade getan hast? Miss Layton, sag bloß du... Natürlich nicht, Ernest. Das war meine Bezahlung für den Fall. Ja, klar. Ja,
Ja, ich weiß, dass viele wissen, wie ich aussehe. Ja, sie war ja auch ab und zu mal im Bild. Also ich finde das auch grässlich, wenn Leute mit sowas versuchen zu prahlen. Grässlich, grässlich. Wie steht es mit den Rätseln? Ja, wie steht es mit den Rätseln, Kira? Oh, ich, tut mir leid, ich wollte damit nicht sagen, dass... Ich spring gleich aus dem Fenster. Nadelstreifen?